Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video und diesmal haben wir uns überlegt, Influencer-Produkte zu testen. Keine Ahnung, was im Titel steht. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Willkommen zu einem langen Video. Heute sind Fadi und Rudi dabei. Was geht ab? Was geht? Ich und Fadi werden die Produkte testen. Da Rudi die Produkte mitgebracht hat und schon alle Produkte kennt, wird er uns so leiten, die Produkte zu testen. Deswegen würde ich sagen, wir fangen direkt an. Womit fangen wir an, Rudi? Wir trinken erstmal was. Okay. Und dann geht's direkt weiter. Okay, dann lehnt euch zurück. Natürlich wurden auch alle Produkte hier gekühlt. Na, mach mal Platz, damit man sieht ganz kurz. Ja, mach erstmal die Kühlschrank zu, damit man auch sieht, dass wir hier aufgerüstet haben. Ich finde das jetzt super aus. Ja. Gut, womit fangen wir an? Lasst euch überraschen. Ich habe was sehr Cooles. Okay, ich guck nicht hin. Ich kann nicht hinsehen. Ich wünsche Rudi an der Stelle viel Spaß beim Videoschneiden. Womit fangen wir an? Was wir hast du uns mit mit Urus. Das ist so ein Getränk von Rohart. Urus, ein Produkt, wo ich auch schon angefragt wurde, ob ich Placements machen will. Nein, das ist Quatsch. Nein, das stimmt nicht. Wasser hat mir geschrieben, dass das sein Produkt ist und dass ich dafür werben soll. Ich meinte, Bruder, morgen kommt mein Eistee. Ich werde für euch nicht werben. Deswegen habe ich dankend abgelehnt, aber wir testen hier trotzdem. Free Werbung für Urus. Probier mal, was haben wir hier? Was wolltest du sagen? Sorry. Oh, Bruder, ich freue mich, hier zu trinken, weil ich sehe das so oft, Bruder. Ja? Also ehrlich. Und das ist ja ohne Zucker auch, ne? Ah, das ist ohne Zucker? Das ist alles ohne Zucker, Zero. Bruder. Alles Zero. Ah, okay. Ich habe das mal massiv gesehen, Bruder. Ja, ja, ja. Das sind ja mehrere Leute, die dafür Werbung machen. Das hat sein Vater gemacht, Bruder, ja. Okay. Auf dem ersten Blick kann ich sagen, es ähnelt Powerade. Ein bisschen. Gut. Ein Schlückchen für mich. Ein Schlückchen für dich. Sieht auf den ersten Blick aus wie Powerade Blue. Powerade, ne? Sein Vater. Das kennt ihr. Erdbeer-Ananas-Geschmack. LOL. Boah. What the fuck? Ist es blau und ist Erdbeer-Ananas, ja, Alter? Das ist echt komisch. Dann mal los. Okay. Ganz ehrlich? Also ich will ehrlich sein, ja? Ich fang an, danach bist du. Also es schmeckt jetzt ziemlich nach alles, aber nicht nach Erdbeer-Ananas. Es schmeckt nach ganz normal Powerade, ja, Bruder. Ja. Finde ich. Ja. Aber kann man trinken, es ist gut. Es ist nicht schlecht. Aber man merkt den Zero-Geschmack. Ah, okay. Das finde ich am Ende. Okay. Also man schmeckt das. Das ist nicht so süß. Ja, 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 okay. Powerade ist ein bisschen süßer. Ich muss noch einen Schluck nehmen, sorry, Leute. Eigentlich schon ein Schluck? Ja, ich will noch einen Schluck. Okay, wartet mal. Also, dafür, dass es Zero ist, schmeckt es wie Powerade Blue in meinen Augen, ja, aber hat in meinen Augen nichts mit Erdbeer-Ananas zu tun. Nee. Also, ich schmecke kaum Erdbeer und ich schmecke kaum Ananas. Ich auch. Was sagst du, Rudi? Aber wenn du so überlegst, vielleicht, ja, ist Powerade, vielleicht ist Powerade genau das, aber da steht ja nicht drauf, was das für ein Geschmack. Verstehst du, was ich meine? Ja, es kann sein. Du weißt, was ich meine, ne? Es kann sein. Da steht ja nicht drauf und vielleicht ist es wirklich Erdbeer-Ananas. Hab ich schnell vor, die schreiben einfach irgendwas drauf? Ja, ja, genau. Mhm. Was sagst du? Also, ja, also, ich finde auch, das schmeckt nach Powerade. Mhm. Krass. Aber geht fit dafür. Zero ist okay, kann man machen. Ist okay. Gut, wir machen weiter mit dem Lilanen. Nicht, dass sie jetzt sagt, ey, warum lässt sie Rudi nicht trinken und so. Rudi hat uns die Produkte gebracht, er hat die sowieso schon mehr als genug getrunken. Er ist der Typ, der das hier ganz leitet und wir probieren einfach. Ich war in so vielen Läden, dass ich diese Sachen bekommen habe. Gut, jetzt probieren wir den Lilanen und das schmeckt nach Achai schwarze Traube-Geschmack. Achai? Achai ist, kennst du schwarze Dose? Ja. Das ist das. Das ist diese... Schwarze Dose, 28 Black. Okay, okay, ja, genau. Hab verstanden. Aber für die Leute, die es nicht kennen, wie kann man es erklären? Das ist ein Energy Drink. Das ist auch Energy Drink. Ja, 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 okay, ja, genau, ist Red Bull und ja. Und das gibt's, Red Bull hat auch ein Lilanes rausgebracht, auch von Achai. Okay, sehe ich auch so. Also ich kenne die Dose, aber ich bin ehrlich, ich hab's noch nie getrunken. Schwarze Dose? Ja, ich noch nie. Geil. Ehrlich, ja? Ja, ich find's geil. Boah, ja, das riecht. Boah, aber das riecht echt nach Traube. Mhm. Das riecht jetzt schon nach Traube, ja, ja, stimmt. Okay, wollen wir? Ja. Ja, bei dem schmeckt man den Zero-Geschmack wirklich extrem raus. Ja. Und man merkt, dass es diese rote Traube ist, nicht diese. Das ist die rote Traube, Bruder. Ja, ist nicht so meins. Ist auch nicht so meins. Ist nicht so meins. Von einer Skala, also warte mal ganz kurz. Was würdest du dem geben? Ich würde eine 7 geben, Bruder. Dem blauen, ne? Ja. Ich bin auch bei einer 7 dabei. Es ähnelt Powerade in Zero, ist gut. Genau, genau. Die Traube hier, man schmeckt die Traube raus. Krass. Das muss ich ehrlich sagen. Das ist krass, ja. Aber würde ich nicht noch einmal trinken? Ich auch nicht. 5 von 10, Rudi? 5 von 10. Ja, finde ich auch. Okay. 5 von 10. Okay, gut. Den würde ich nicht noch einmal trinken wollen, Bruder. Ja. Deswegen, alles, was wir getrunken haben, können wir auf den Mond tun. Auf den bin ich gespannt. Auf den bin ich gespannt, ja. Okay, der grüne Urus. Kiwi, Limette, Apfelgeschmack. Das klingt auch nicht schlecht, Alter. Das klingt auch nicht schlecht. Dankeschön, Bruder. Oh, sorry. Das ist der Moment, wo du einen Zoom reinmachen musst. Ja, stimmt. Ich vergaß. Das, was cool ist auf jeden Fall, dass die Farben so, weißt du? Krass. Das ist krass. Oh, der riecht finde ich in meiner Augen am besten von denen. Ich mag Apfel, deswegen bin ich gespannt. Ist auch Zero, wa? Ich mag Limette mag ich auch. Let's go. Oh, der erste Geschmack ist Apfel, aber richtig nach Apfel. Also der kann was, der ist gut. Ja, ja, man schmeckt auch die Limette daraus, finde ich. Der Nachgeschmack ist sehr frisch. Man hat am Ende, ob du willst oder nicht, den Zero-Geschmack. Genau, oder, genau, ne? Genau. Aber soll ja auch sein, Bruder. Ja, kann ich eine 6 von 10 geben. Findest du? Finde ich. Also ich finde den blauen am besten. Ich gebe den schon auch eine 7. Den gibst du eine 7. Ja. Immer ehrlich sein. Ich gebe den eine 7, Alter. Ich finde den Anfang sehr gut, aber der Nachgang
ist okay. Ich finde eine 7. So, aber wie gesagt, wer auch immer dafür wirbt und wem das gehört, alles Gute, viel Erfolg. Das war meine ehrliche Meinung. Viel Erfolg. Cool, geil, dass ich auch mal probieren. Das war unser erstes Getränk, meine Damen und Herren. Jetzt habt ihr was getrunken. Mhm. Jetzt gehe ich runter und hole euch was sehr, sehr Schönes. Zu essen, wa? Zu essen. Warte, ich kann euch schon mal was geben. Ich komme mit. Kann dir was schon mal geben? Ja, zeig mal. Geil, das wird jetzt mein erstes Mal. Ich habe es auch schon in der Story gezeigt gehabt. Das habe ich auch nicht probiert. Kapi-Pizza. Stark. Einmal Grillgemüse und einmal Quattro Cheese. Quattro Cheese. Da bin ich ja mal gespannt. Bruder, ich finde, wenn die ganzen Influencer wie Celtic zum Beispiel einfach auf locker diese Videos machen und das Aufrufe macht, wer sind wir, dass wir das auch nicht im Stream machen? Für was habe ich dieses Lager hier gekauft? Also immer wenn neue Sachen rauskommen, why not? Die holen jetzt die Pizzen und dann probieren wir. Und das ist für mich auch wirklich das erste Mal, ne? Das wird geil. Oh, okay. Geil. Ich bin ja sowieso ein Käsefan. Und hier Gemüse. Freue mich auf diese. Und da ist noch eine Pesto-Pasta drauf. Okay, super. Brudi, ich und Fadi essen jetzt ein Stück und dann darfst du die Pizzen gerne fetzen. Okay? Ich bin auch auf Diät, Bruder. Naja, ich nicht. Nein, Spaß, ich werde ein bisschen essen. Warte, ganz kurz, ganz kurz. Was sagt ihr zu den Pizzen von der Optik her? Hanne, sieht so... Die das sieht krass aus. Ist das eine Kooperation mit Dr. Oetker? Weißt du es nicht, glaube schon. Oder? Ja? Also die haben so komplett... Also die sind schon länger auf dem Markt. Ich will nur wissen, ob das mit Dr. Oetker so ist. Ist die Dr. Oetker, oder? Ja, das... Nein, ist nicht von Dr. Ist nicht, die haben Selfmade. Okay, cool. Also die Pizzen von der Optik, finde ich super. Finde ich super. Was habt ihr dafür ausgegeben, Rudi? Also wie viel? Die haben 4 Euro irgendwas gekostet. Stimmt, wie teuer waren die Urus? Wie teuer ist Urus? Urus, boah, ich habe die ganzen Belege in der Tasche dabei. Also okay, ist ja nicht schlimm. Die meisten wissen das ja bestimmt sowieso. 4 Euro für eine, ja, tatsächlich. Ist halt immer noch ein Produkt von einem berühmten Mann, ne? Sehr berühmt, ja. Aber wenn man das so vergleicht, die Pizzen sind schon gut gefüllt. Ja, das, ich bin gespannt. Auch hier werde ich meine ehrliche Meinung abgeben. Ne? Ich bin kein Fan eigentlich von Pizzen, vom TK-Waren, aber ich gebe den Ganzen eine Chance. Wiegt aber doppelt wie die meisten Tiefkühlpizzen. Kann sein, ich kenne mich damit nicht aus. Ich bin immer ein Fan davon, die Pizzen in der Pizzeria zu essen. Und das ist jetzt einfach nur für Content. Wie gesagt, lasst eure Meinung gerne in den Kommentaren da, wie ihr möchtet. Fadi hat jetzt beide Pizzen zerschnibbelt. Wir fangen an mit welcher? Mit Käse. Und zwar ist bei der Pizza so, dass da 5 Käsesorten drauf sind. Krank. Plus noch eine Nacho-Käse-Style-Soße. Okay, dann Fadi, bitteschön. Guten Appetit. Danke. So, Bismillah. Bismillah. Ist gut, ne? Krass. Die war auch immer ausverkauft. Ich habe die nirgendwo gefunden. Das war die letzte. Nicht gedacht, genau das war die letzte, die ich gefunden habe. Ich hätte nicht gedacht, dass sie so schmeckt, ne? Ihr wisst, Leute, ich bin sehr kritisch, was sowas angeht. Aber ich bin sehr... Ich bin... Verblüfft. Diese Soße ballert richtig, ne? Mm, das ist geil. Die da unten runter. Ich hab die selber noch nicht. Ja, hab ich probiert. Probier. Perfekt. Ja. Oder das... Ja, dann los. Das ist schon gut, Alter. Ja, Mann. Was sagst du, Fadi? Boah, ist geil. Ja, wa? Hätte ich nicht gedacht. Was sagst du, Rudi? Die ist wirklich krass, Digga. Eine Sauce, Digga. Rudi ist bei sowas immer ehrlich, Fadi auch. Und ich bin auch, ey. Boah, ich fetze sie gerade weg, Alter. Oder für eine Tiefkühlpizza. Hm? Krank. Ist sehr dick. Und die sparen auch echt nicht mit den Dings, mit dem Belag, ne? Mhm. Das muss man schon lassen. Kapi. Man merkt ein bisschen Schärfe, ganz bisschen Schärfe, ne? Ganz leicht. Ganz leicht. Aber ist geil. Das ist geil. Mhm. Kapi, das ist eine gute Pizza, Bruder. Ja, ich weiß nicht, wann die rauskam und nimm uns das nicht böse, dass wir so spät drauf reagieren, aber Werbung ist Werbung. Habt ihr gut hinbekommen. Stark. Finde ich sehr gut, Alter. Ganz ehrlich, für 4 Euro geht die klar, sag ich dir ganz ehrlich. Wenn ich die anderen Tiefkühlpizza sehe, die da für 3 Euro, 4 Euro kosten, dafür nichts. Ich glaube, ich habe bestimmt schon seit 5, 6 Jahren kein Tiefkühl mehr gegessen. Ne? Aber ist gut. Von 1 bis 10? Ich gebe eine 8. 8. Ich bin dir ehrlich, Bruder, ich brauche eine 8 bis 9. Ich finde die sehr gut. Ich bin bei einer 9 dabei. Ach, krass. Ich bin bei einer 9 dabei. Ey? Ja? 9? Ja? Sehr stark. Ich mag Käse. Wir dürfen natürlich das beste Produkt in diesem Haus nicht vergessen, ja, im Video auch. Wieder, ne? Ich wieder ich werde jetzt auch. Ja, du brauchst. Kannst du mir auch in die Küche geben, bitte? Das ist natürlich Eistee. Boah, Wallah, geil. Also bei der Pizza ist das so, ja. Du hast hier einen Gemüsemix, ne? Plus da ist noch eine Soße drauf. Das ist eine Spinat-Basilikum-Pesto-Soße. Okay, bereit, Fadi? Bereit. Dann mal los, Bismillah. Okay, optisch sehr gut. Bin ich so der Freund von Spinat? Pesto mag ich. Das? Der ist okay. Meiner Meinung nach. Also ich finde den nicht schlecht. Ist nicht schlecht. Für Gemüse-Dings. Also du schmeckst Gemüse halt übertrieben raus, ne? Ja. Das soll auch, glaube ich, der Effekt sein dafür. Ja, 6 von 10. Darf ich noch ein Stück davon? Echt? Ja, 6 von 10 bei mir bei dem. Also der Käse geht gut rein. Den finde ich krass, als der. Rudi, kennst du den schon? Ja. Ein dicker Junge. Normal kannst du den schon. Ich dachte, probierst du mir erst mal. Also. Ja, 6 von 10. Aber die hatte früher eine andere Soße drauf gehabt bei der. Da bin ich auch dabei. Aber eine andere Version. Ey? Ja, ja. 6 von 10. Okay. Ja, okay. Jetzt haben wir auch gleichzeitig gegessen. Die Pizza würde ich mir nicht noch einmal holen, ne? Meiner Meinung nach nur. Wenn ich wirklich mal nichts zu Hause habe, Hunger habe, dieses, würde ich mir den auch in den Ofen schieben. Der war wirklich sehr gut. So, Jungs, ihr habt jetzt was Schönes gegessen. Nach dem Essen kommt immer was Geiles. Eigentlich muss beim Essen dabei sein. Ja. Aber das kann man auch nach dem Essen schieben. Wo ist die Pizza? Hätte ich aber gefetzt. So, wie geht's weiter? Wir haben hier
Pietro Lombardi Cola. Ah. Normalerweise fetzt man das mit Pizza zusammen, weil ich mag es, Pizza mit Cola zu fetzen. Mal den Teller bitte, John. Heute hier so. Mhm. Das ist auf jeden Fall ein Cheat Day, sein Vater, Alter. Boah. Ich habe schon lange nicht mehr so deftig und wann hat die rausgebracht, Bruder? Schon ein bisschen länger her, habe ich auch gesehen, seine Story. Okay, dann nimm dein Glas. Ja. Von der Dose her, finde ich cool. Ist auch Zero. Mhm. Ne? Pietro, liebe Grüße an der Stelle, hat uns auch immer oft unterstützt und supportet. Die Farbe finde ich geil. Ich glaube allgemein dieses Lieder. Cooler Typ, guter Typ, liebe Grüße an Pietro. Guck mal, wie deine Cola schmeckt. Cola Zero. Ich finde, bei Cola ist immer so eine schwierige Sache, weil es gibt halt schon Cola, weißt du? Wenn ihr jetzt aufgrund der Ereignisse, wegen Palästina und so weiter, die originale Cola nicht supporten wollt und das hier schmeckt, dann ja. Was denn? Alles gut. Bitteschön. Ich hab sie wenig verstanden. Hast du mich verstanden? Nee. Was seid ihr eigentlich? Cola Team Pepsi oder Team Cola? Ich trinke keinen Cola. Ich mag auch keine Cola, wenn ich ehrlich bin. Ich bin eher der Sprite-Trinker. Aber gucken wir mal. Hier kann man auch, glaube ich, nicht viel falsch machen, oder? Sowas von Babysi. Was ist das, Digga? Cola Zero. Also, man, das ist Cola Zero. Ja. Was wolltest du sagen, bevor du trinkst? Sag mal. Das riecht wie Pepsi, Digga. Ehrlich? Mhm. Dann mal los. Okay, warte mal. Deine ehrliche Meinung, Rudi? Trink mal. Ich hab gerade probiert. Also, trink nochmal. Also. Es ist halt ein Zero-Produkt, Leute. Guck mal, ne? Ich mag Pedro, ne? Nichts gegen ihn, er ist sehr sympathisch. Mhm. Aber Bruder. Wisst ihr was? Ich will jetzt. Also, ich trinke eh keinen Cola. Ja. Ich bin nicht der Cola-Typ. Ja, also ich, was ich meine, wenn, dann trinke ich vielleicht eine Mezzo-Mix oder so. Ja, weiter. Aber mehr nicht. Aber das, ich sag mal, ja, ich will jetzt nicht zu hart sein. Ne, man muss ehrlich sein, ne? Ich sag dir, das ist eine 4, Bruder. Also, ich find's auch jetzt. Also, das normalerweise. Das ist eine 4, Bruder. Also, das ist für mich. Guck mal, normalerweise. Das ist so unfair von mir, weil er hat mich so oft gut geredet mit meinem Eis und so Sachen, Bruder, sorry. Normalerweise liebe ich es bei Cola, wenn ich was Deftiges esse, dass ich so richtig so einen Schlag bekomme ins Gesicht, wenn ich diese Cola trinke. Und das ist bei Pepsi oder immer so. Ja, bei Cola Zero ich weiß, immer. Was du meinst. Wenn ich diese Pizza esse und danach direkt so. Guck mal, klack. Seid ihr ganz ehrlich, bei dem ist das Problem der Nachgeschmack. Der Nachgeschmack plus, Leute, Nachgeschmack. Eine Sache müssen wir nochmal sagen: ist Zero. Jemand, der Zero mag, und ich mal alle, wenn ich Cola trinke, dann will ich auch keine Zero trinken. Ja. Zero trinkt man so auf Krampf, so, genau, weißt du? Genau. Ja. Ich dachte eine 4. Ja, so, bin eine 4 bin ich auch dabei. Tut mir leid, Pedro, ich würde jetzt nicht in den Laden gehen und mir das Ding kaufen, aber ich hoffe, du hast genug Geld damit verdient und hast trotzdem auch Kunden, die das gut finden. Wünsche nur das Beste. Walla, nimm das nicht böse, Bruder. Egal wie wir reden. John, pass richtig auf. Ich habe gesagt, dass es mir nicht schmeckt. Wo passe ich dann auf, Leila? Ich küsse deinen Kopf. Ja, das ist richtig auch was. Warum soll ich denn chillen? Das schmeckt mir halt nicht. Egal. Ich habe was Besseres. Ich habe eine bessere Cola. Dann mal los. Noch eine Cola? Ja. Hast du ausgekollert, Alter? Nein. Okay. Das Ende schmeckt einfach nach Mineralwasser. So, ich habe eine Cola von einer Person, die wirklich sehr, sehr berühmt ist, okay? Ja. Ich kann das nicht trinken. Also, du willst niemals drauf kommen, aber ich trinke das nicht. Er sagt ja gar nicht mehr. Was ist das denn? SpongeBob? Ja, SpongeBob. SpongeBob-Cola? Ja, SpongeBob-Cola. What the fuck? Okay, auf zu SpongeBob. Wieso geht's nicht auf? Allahum. Du musst das auch hier abmachen. Ja, dann mach's ab, bitte. So, okay. Dann mal los, SpongeBob. Sag, was du drauf hast. Hallo, SpongeBob. Bruder, ist das Cola? Was ist das, Bruder? Sirup, Alter? Bunamunakim. Das ist SpongeBob. Oh, nein. Bruder, da mache ich wirklich einen kleinen Schluck rein, ja? Ich weiß ja nicht. Du hast ein bisschen reingeschissen. Ja, egal, Bruder. Reicht das schon? Ja, reicht schon. Okay. Reicht schon, ich habe auch auf Mineralwasser. Hier könnt ihr schlecht reden, ihr kennt euch eh nicht. So, SpongeBob, du hast unsere Kindheit auch irgendwo geprägt. Das riecht schon mehr, das riecht auch mehr. Ja, das riecht schon nach Cola. Ich will so ein Cola. Das Gerolsteiner? Nein, ne? Glasreiniger! So ein Wichser! Steiner! Ohne Sinn, aber da kriegen wir! Bismillah! Nee. Oh mein Gott! Bruder! Bruder, bitte, SpongeBob, bleib einfach bei Bikini Bottom, Digga! Bruder, bitte weiter, deine Bürger! Oh Fütter Gary, Digga, halt's! Bruder, Wallah! Oh mein Gott! Bevor ich deine Löcher stopfe. Tut mir leid, aber man kann doch keine Cola in so eine Verpackung reinmachen, Bruder, ja? Naja, was ist das denn, Bruder, ja? Einfach Kinder verarschen, Kids-Cola. Oh, wenn das eine Kids-Cola ist, bin ich ein Hund. Wuff. Also, der war es nicht, Rudi. Kannst keine Cola, bitte. Ich möchte alles, aber keine Cola mehr. Okay, okay. Ich hab euch jetzt 1 bis 10? Ja, ehrlich sein. 3. SpongeBob, dich, 0. Egal, ich hab euch jetzt genug gequält, jetzt gibt's was ein bisschen Besseres. Ja, danke. Oh, darum hab ich Bock. Was ist das? Das ist ein Rob's. Ah, so. Ja, aber nicht nur, weil der Geschmack geht. Ich fand den aber. Warte, ist das dieser YouTuber? Das ist alles. Hä? Das ist dieser YouTuber? Ja, genau. Oder ich find den voll sympathisch eigentlich. Okay, wir machen jetzt alle auf. Wir fangen an. Lass uns klein anfangen, Fadi, ja? Oh, wie viel hast du geholt, Bruder, ja? Das sind alle Sorten. Okay, machen wir. Du hast so viele Sorten rausgebracht. Ja. Und der hat auch richtig rasiert, ne? Kurze Vorgeschichte zu Rob. Mir hat das Management von Rob geschrieben, ob ich Werbung machen möchte für die Chips. Ich meinte, na klar, wie viel zahlt ihr mir? Da kam keine Antwort mehr. Jetzt mache ich Free-Werbung mit Herz. Also, Rob ist auch ein YouTuber gewesen. Ich glaube, immer noch YouTuber. Ja. Ich gucke ihn halt nicht. Ich verfolge seinen Content nicht. Macht der weiß ich nicht, Bruder. Ich weiß aber, dass der halt Chips macht. Er hat 5 Sorten. Falls ihr es nicht wusstet, euer Bruder bringt bald auch Chips raus. Also ich. SpongeBob lässt grüßen. Sorry an der Stelle. Sorry. Das war doch der Gerolsteiner. Ja, wirklich. Das
Okay, wir fangen mit seinen Chips an, ja? Ketchup-Chips. Ketchup-Geschmack. Gucken wir mal. Auf Ketchup, Pombeer. Aufpassen. Ja. Hast du probiert? Ist geistreich. War geil. Ja. Oh, okay. Einmal riechen. Boah, stark. Boah, riecht genauso, ja. Boah. Und was man erwähnen muss, er hat extra das so gemacht, dass die Chips sehr, sehr groß sind und sehr, sehr knusprig. Darauf liegt der Wert. Boah, stark. Das merkt man noch. Also, die sind alle schön groß. Ne? Schön gewürzt. Also, das riecht man. Gut gewürzt. Dann mal los. Oh. 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 Alter Schwede. Boah. Boah. Guck mal, wie groß die sind, Bruder. Also, nehme ich noch einen, auf jeden Fall. Wow, die sind gut. Boah. Die sind vom Ketchup her nicht so krass intensiv. Du schmeckst natürlich Ketchup raus. Konsistenz ist krass. Konsistenz ist Motherfucker, muss ich dir möglich lassen. Ja. Ich bin ein Fan davon, wenn das Ketchup aber noch mehr kickt. In der Türkei gibt es noch diese Ketchup. Ich finde das so gut. Findest du gut, ja? Ja. Preis? Ich sag dir ganz. 2 Euro irgendwas. Das ist schon die teure. Aber guck mal, das Ding ist, alle Chips sind groß, du hast Spaß beim Essen. Nimm mal. Ich sag dir ganz ehrlich. Die haben also keinen man schmeckt, dass sie einfach frisch aus dem Ofen sind, oder? Mhm. Tut mir leid, aber das muss man schon sagen. Boah! Ich will schon wieder noch andere. 8 von 10. Krass. Ich auch eine 9 von 10. Ja? Ja, Bruder. Okay. 9 von 10. Super! Das hier ist mein Lieblingsgeschmack. Boah, Boden dafür für Ketchup, das ist mein Lieblingsgeschmack. Also ich würde mir das doch mal holen, ne? Das, würde ich mir auch holen. Barbecue, bin ich kein Fan von? Nee, ich mag kein Barbecue. Aber wir probieren trotzdem. Ja. Okay. Ich finde, mir Barbecue verbinde ich mal mit Schwein. Ja, ist immer sage, so. Aber das ist Haram-Chips. Ja, genau. Nein, nein. Bitteschön. So, ihr habt den schon angebissen. Bitteschön. Danke. Ah, das war die Säure von dem... Und, das ist meiner. Gucken wir mal. Was ist dein Lieblings? Das meine ich. Genau so habe ich mir das so vorgestellt, ja. Nee. Genau so habe ich mir das auch vorgestellt. Nee. Schwein. Irgendwie schmeckt das nicht, für mich schmeckt das nach Fleisch, Alter. Ja. Jemand, der Barbecue mag, wird es bestimmt mögen. Ja, ja. Ich und du sind keine Barbecue-Fans. Rudi ist sein Lieblingsding. 5 von 10. Fair bleiben. Packung ist cool. Packung ist geil. Die Chips ist geil. Also vom Formel sind riesig. Der Geschmack halt. Tut mir leid. Der Geschmack ist nicht unsers. Ist nicht unsers. Deswegen sagen wir 6 von 10. 6 von 10. Überdurchschnitt. Also... Nicht, also es ist nicht, schlecht. Schlecht. Es ist nicht Halle, schlecht. Guck mal jetzt, wenn wir jetzt so überlegen. Wenn der jetzt irgendwo im Schrank bei uns, das ist das Letzte, was du im Haus hast. Ja, ja. Du würdest es essen. Nein. Nein, du wirst nicht, ich würde es essen. Okay, kommt auch weg. Aber ich lieber die Cola trinken. Welche, die von SpongeBob? Oder die von Pedro? Die von SpongeBob. Okay. Gut, jetzt kommt Soul Cream. Und ich mag Soul Cream. Einmal. Geil, ich bin so ein. Einmal. Dann mal los, Männer. Stark, mach mal. Boah, gut! Boah. Digga, die sind gut! Die waren immer ausverkauft. Die waren 5 Rebels, damit ehrlich, die Schädel... Dieser Zwiebelgeschmack ist unglaublich, Bruder. Der ist sehr intensiv, ne? Ist das Zwiebel? Zwiebelgeschmack, ja. Hier, diese... Nimm. Alter Schwede. Also... Das What? Ding ist, der hat auch bei jeder Tüte Chips, hat er immer so ein Rezept für einen Dip, den man zu den Chips dann machen kann. Ah, cool! Oder? Ja, krank. Auch eine 8 von 10. Voila, für mich auch eine 8 von 10. Krank. Ich sag dir, es gibt da Pringles auch sowas, ne? Aber Bruder, der schmeckt besser. Sehr gut, Alter. Intensiv, Alter. Hätte ich jetzt, krank. Ich sag euch ehrlich, Bruder, man sieht ja mal, wenn Influencer werben und so, drehen das alle immer so krass. Der ist wirklich krass. Aber wirklich zu Recht, wirklich gut. Okay. So, Chips, Meersalz, mag ich auch extrem. Merk ich auch. Jetzt bin ich gespannt. Klassiker, Mann. Das ist ein Klassiker, ja? Boah, man riecht schon Gary aus SpongeBob. Echt, vom Meer? Riecht jetzt nicht so, wa? Das ist so, wenn du alte Karton aufmachst, ne? Ja, oder was anderes, naja, egal. Mit Essen spielt man nicht, mit Essen macht man keinen Spaß, das war nur für die Unterhaltung. Los geht's. Ne, der ist es nicht. Hä, warum? Der ist es nicht. Mann, schreib doch da bin ich ehrlich. Meersalz, Bruder. Bei den anderen hast du richtig viel links darauf geachtet, dass der Geschmack... Aber eben null. Null. Ja, kann ja sein, dass vielleicht manche Leute nicht diese krassen Geschmäcker mögen, aber so clean. So, weißt du, die wollen einfach nur gute Chips aber haben. Aber Bruder, der ist ein Klassiker, Digga. Der muss ein bisschen mehr... Bruder, der ist unter dem Durchschnitt. Ja. Den würde ich mir nicht nochmal holen. Und du meinst, dass ich sage, aber der schmeckt nach... Also die Chips schmecken nach alt. Ja, die sind nicht gut. Nein, nein. Die sind wirklich nicht gut. Hätte ich nicht gedacht. 4 von 10. 4 von 10. Auf Coca-Cola SpongeBob-Basis. Ja. Der war es nicht schade. So. Digga, es kann ja nicht alles krass sein, ne? Paprika. Darauf freue ich mich. Paprika ist auch so ein Klassiker. Ja. Warte. Wie hat er diese Konsistenz? Die sind schon, krank. Also das Bissverhältnis von diesen Chips ist schon geil. Auch krank gewürzt. Ja, krank. Dann mal los. Nee, auch nicht, ne? Warum das ist so, ich sag dir, warum es das nicht schmeckt. Das ist so diese Almond-Paprika. Weißt du, meine? Am Ende aber kommt. Der ist aber nicht gut. Also ich sag dir ganz ehrlich, das sind ja die Standarddinger. Die sind nicht gut. Ja, die geht, Bruder. Ich nee. Der ist besser als der andere. Nein, finde ich auch nicht. Doch, doch, doch. Nein. Find ich schon. Wenn ich den jetzt, guck mal. Wenn ich den jetzt mit Fanny Frisch Paprika vergleichen muss. Ja, okay. Ist der ein B*** daneben? Nein. Doch, Bruder.
Der ist nicht gut. Aber der ist schon, aber der ist scharf, Bruder. Der kommt im Nachhinein, genau. Aber das hat ein bisschen dieses... Ich weiß, was du meinst. Der hat diese Paprika-Salz-Meersalz-Kombination. Ja. Tot. Ja. Der ist tot, Bruder. Was sagst du? Ja, finde ich auch, in deiner Meinung. Schade. Also ich das oder das Ding ist bei den anderen. Sour Scream, geil. Der knallt direkt rein. Der die anderen, rein. Die anderen, die ersten beiden waren krass. Fazit. Ich war geflasht von den ersten beiden. Kannst du mir nochmal die ersten beiden geben? Ja. Sour Cream, Ketchup, die waren sehr gut. Sehr nice. Aber die Standard-Dinger waren jetzt in meinen Augen, würde ich nicht nochmal holen. Liebst auch Chips, ne? Ja, übertrieben. Boah, ich liebe auch Chips. Elox, dankeschön für die 10 Gifts aus meinem Bruder. Vielen lieben Dank an meinen Albaner. Wie krank die alle sind, ja. Und diese Bissfestigkeit, unglaublich. Ja. Die esse ich wirklich mit Herz, weil die sehr gut sind. Boah, Chef, du machst so einen Dip am Leben. Mhm. Boah. Probier. Alter. Ketchup schmeckt so krank. Mhm. Fazit zu Rob und seinen Produkten. Überdurchschnittlich. Überdurchschnitt. Überdurchschnitt. Über. Kein 7. Gelaber. Ich kann 7. mir vorstellen, dass die anderen sagen, oh, aber im Ganzen kann man 100% eine 7 geben. Ja. Für alles, ne? Ja. Ja. War gut, war gut. Hat Spaß gemacht. Liebe Grüße an Rob und sein Management-Team. Geil, mach weiter. Also es war schon alles schon geil. Mach geile weiter, Chips. Druck die Millionen. Da hat er doch schon längst, Alter. So, ihr habt jetzt sehr viel Ungesundes gegessen, jetzt gibt's was Gesundes. Okay, ja, spannend. Okay, cool. Darauf freue ich mich. Ich auch, hab noch nie probiert, ja. Liebe Grüße an Edi Jeller. Genau. Jetzt probieren wir zum ersten Mal die Produkte von Ilias, Sydney und Willi. Willi, ja. Ich bin ehrlich zu euch, ne? Und das ist kein Bluff oder so. Ich habe eins davon probiert und das hat mir nicht gefallen gehabt. Das war. Haben die Wassermelone? Nein, Bruder, das Ding ist, die sind die drei hier, die sind mit Tee und so, die sind neu. Ah. Und hier, das waren die alten. Ja, aber ich habe leider nur noch davon eins gefunden. Das war das letzte, was ich noch gefunden habe von den alten. Ich habe nur die neuen gefunden. Ich habe alle neuen gekauft. Ich hatte, glaube ich, hatte der mal Wassermelone-Geschmack? Ja, das habe ich probiert, das war, fand ich jetzt nicht so. Aber jetzt bin ich gespannt. Hier muss man natürlich auch bedenken, dass das Vitaminwasser ist mit Geschmack einfach. Klar. Weißt du? Man kann jetzt nicht davon ausgehen, dass wie ein Eis geschmeckt oder so. Jeder hat seine eigene Berechtigung und so muss man das auch bewerten. Sag mal die Daten? Die Daten? Ja, guck mal. Digga, 3 Gramm Zucker ist ja nichts, Digga. Ja. Ich hab keine Ahnung, so kann es nicht besser aus. Zum Beispiel in der Kirscheis, der hat 6 Gramm und die haben 3. Drei. Ja, die Hälfte. Die Hälfte. Ja, das ist hier dieses Vitaminwasser, da ist kaum was drin. Okay. Gut, lass uns so viel labern und anfangen. Zum ersten Mal probieren wir jetzt Ilias seine Produkte live on stream. Mit welchen fangen wir an? Wie du willst, Bruder. Okay, dann gehen wir der Reihe nach. Ja. Da fangen wir mit denen an. So, Vitawait. Maracuja ist das? Ja, Meerfrucht. Meerfrucht, Vanille. Was? Vanille? Ja. Okay. Dann mal los. Dann mal los. Mal dein Gläschen. Riechen tut's auf jeden Fall gut. Ich mag Vanille. Bitteschön. Warum tust du so viel rein? Warst du viel? Ja. Nein, nein, schaffst du schon. Das ist für dich? Ach, das ist für mich? Okay. Sag du dann Stopp? Ja. Hype bisschen verpasst. Bruder, wir brauchen keinen Hype. Stark. Seit wann hat John Brook mal Hype gebraucht, Bruder? Walla. Sag mal bitte. Ey, Jungs, ja. Ihr kennt John nicht, Alter. Ja, Walla, ihr kennt ihn nicht. Küsst dein Herz. Ja. Also wir haben schon drauf geachtet, dass es Gesundheit sein soll, ne? Das wollte ich auch gerade sagen. Es ist eine gesunde Alternative, Wasser mit Geschmack zu trinken. Auf 3 Gramm Zucker ist gut. Ist okay. Vanille kommt auf jeden Fall im Geschmack raus. Auf jeden Fall, ja. Aber der ist jetzt für mich nicht so, okay, geil, alternativ hole ich mir. Gut, überm Durchschnitt. 6. Ja, ich sage 6. Ja, ich sage auch. Okay? Sag immer ehrlich sein. Ich sag eine 6. Es ist immer noch besser als Wasser, wenn du Geschmack willst. So. Genau. Okay. Aber ist jetzt noch nicht, wo ich sage, boah, okay, das ist schon gesund oder weißt du, ich meine? Also, es schmeckt auf jeden Fall gesund. Okay. Ich glaube, das wollen die auch erreichen. Genau, genau. Jetzt kommen wir zum nächsten. Hibiskus. Was ist das? Hibiskus. Was ist ein Hibiskus, Amanda Cream? Das ist ein Hibiskus. Diese Blumen. Ist das Rosenwasser, Digga? Nein. Ich? Probier. Ein Schlückchen geht, Fadi. Ja. Auch ein Stückchen für dich. Rudi, hast du schon alle probiert gehabt? Die neuen habe ich noch nicht probiert gehabt. Aber boah, das riecht wie Eistee. Ja, das riecht wirklich gut. Das riecht wirklich gut. Okay. Komm. Stoßen? Stoßen ist Haram. Stößchen. Stößchen, Böschen. Oh. Ja. Oh. Ja. Oh. Ja. Der ist gut, der ist gut. Aber ein bisschen Pfirsig, ne? Irgendwie? Ja. Wie viel Gramm hat der? Zucker? Der ist, 3. Der ist gut. Also ich hab echt unterschätzt. Bruder, der ist wirklich gut. Ist keine Süßbombe, ne? Ja. Die haben ja auch drauf gehabt. Der ist gut. Der ist gut. Guck mal, da kann ich jetzt direkt sagen, ist eine 7. Eine 7, ja. Den würde ich auf jeden Fall. Wenn ich jetzt Bock auf Wasser mit einem Getränk, also mit einem Geschmack, mit einem Geschmack, und ich den sehen würde, ist gut. Ich kenne die Preise nicht. Am Ende des Tages ist ein Influencer-Produkt, die unterstützt die Jungs dabei. Ist gut. Ja. Habe ich so auch zum ersten Mal getrunken. Ich auch. Bisschen Pfirsig, bisschen Blumen. Ist echt. Manchmal, wenn ich so, wenn ich mal damals, ich freue mich noch erinnern, als ich Blumen gegessen habe und so. Ja. ist gut. Also, muss ich wirklich sagen, ist gut. Ja. Komm zum nächsten. Was ist das jetzt? Ja, weniger Zucker, Kaktusfeige. Okay, dann mal los. Oh, okay. Boah, riech mal. Boah, riecht gut. Riecht geil. Riecht wirklich gut. Riecht da wollen wir mal. Ja. Der schmeckt so ähnlich wie der, ne? Ja, ist gut. Der ist auch gut. Bruder, der ist gut, Alter. Ich hätte echt gedacht, weil ich bin ehrlich, Bruder, die haben halt einen Monster-Hype. Ja. Leute reden das extra gut in der Reaktion und so. Ja. Aber er ist gut. Es kommt doch echt am Wasser dran, ne? So. Mhm. Also. Natürliche Aromen. Wie viel hat der? Auch 3 Gramm. Also sie haben darauf geachtet, dass alle Dinger 3 Gramm. Den finde ich sogar... Besser als der, ne? Ich finde den am besten. Ja. Der kriegt von mir eine 8. Ja, von mir auch. Der ist gut, Bruder.
Von mir auch. Ohne Schleim, dies alles, ihr wisst, Jungs. Ich habe mit niemandem was zu tun, ich habe meine eigene Bubble, so. Ja. Gut, stark. Sehr gut. Stark. Jetzt kommt dafür, dass es dafür, dass echt mit Tee ist? Ja. Das ist schon lecker. Das ist jetzt ohne Tee, das ist einfach nur Vitaminwasser. Das ist nur Vitaminwasser und das hat kaum bis gar nicht Zucker. Hat er keinen Zucker? Nein, der hat nur Vitamine. Der hat nur Vitamine? Nee, nur Vitamine. Okay. Halt. Bruder, ist gut. Weil ich ja weiß, das sind nur Vitamine, dies, das ist wirklich gut. Ja, also hätte ich wirklich vor dem Stream nicht gedacht. Ich kenne das halt vom Fitness her, meine Supplement, die schmecken ja auch so, Bruder. Ja. Das findest du nicht gut? Doch, ist okay. Ist okay, Gibt es bessere Vitamingetränke, sagst du? Ja, klar. Ja, klar. Also das ist ganz ehrlich, für so ein Getränk, das einfach rauskommt, so, dass du so trinken kannst, ist geil. Bruder, ich sag euch ehrlich, das ist wirklich eine 9 von 10. Also ich würde sagen... Ach, ehrlich, krass. Ja, Bruder, ich finde den super. Oh, heftig. Weil krass, ich wahrscheinlich auch diese Frucht Himbeeren mag. Krass. Bruder, das schmeckt wirklich gut, Alter. Stark. Und wenn ich jetzt weiß, das ist ein gesundes Ding, das ist wirklich eine Win. Also wenn ich den im Laden sehen würde, den... Hier bin ich überzeugt, dass ich kaufe. Stark. Das ist so, wie wenn jemand bei mir Eis sagt, ja, Kirsche, Zitrone Pfirsich, ja, aber Kirsche, ja, nehme ich. Weißt du, meine? Ich sagte, für mich ist eine, also der ist geil. Für mich ist das eine 8. Das ist so zum Beispiel jetzt, du gehst zum Fitness, hast was vergessen, was irgendwas zu nehmen, dann nimmst du das hier. Ja? Dann holst du das. Voilà, ja, oder wenn du Bock hast, was Süßes zu trinken, aber auf deine Kalorien achten musst, damit du denkst Hey Jungs, habt ihr auf jeden Fall gut gemacht. Sehr stark. Also die beiden sind für mich super, die anderen waren okay. Wirklich gut, gut gemacht und viel Erfolg weiterhin. Jo, super. Viel Erfolg. Jetzt habt ihr viele Sachen mit auf dem Motto, Refadi, kann ich ein Stück von der Pizza haben? Egal. Kannst du mir den Teller mal kurz geben? Weich mal rein, Der war aber nicht so lecker, Alter. Doch. Hast du mal irgendwas Zucchini gefällt? Boah, das schmeckt aber übel nach Zucchini, Die Pizza. Allgemein schmeckt die richtig krass. Ja, Bock nicht. Wir machen weiter, Hast du noch was? Ja, es geht weiter, Bruder. Ach, krass. Ihr habt was Gesundes getrunken und jetzt geht's weiter mit was Ungesundem. Oh. Jokolade. Tschüss. Wem gehört das denn? Von Joko und Klaas. Ah. Der hat Schokolade rausgebracht, der war teuer. Krass, Alter. 3 Euro pro Schokolade. 3 Euro? Ja. Sieht nicht schlecht aus, Alter. Die Farben sind schon cool, ne? Jokolade, vegan, faire... Schoko? Warum steht hier faire Schoko? Ja, weil das so fair gepflanzt wird und... Ach so, okay, fair trade. So zartbitter, ich hasse zartbitter. Ich auch. Moment. Ich bin der Vollmilchtyp, Dann haben wir... Also beim Design hätte man schon ein bisschen besser machen können, Bruder. Findest, man sieht ganz nur... Du findest geil? Also, man sieht den Geschmäcker nicht. Ja, Bruder, man sieht, man muss auch den Geschmack sehen. Ja. Vollmilch, Schokolade mit Brezelstücken, Karamell... Hanne, die haben einfach... Die haben einfach kleingedruckt gemacht. Du unterschreibst einfach einen Vertrag, wenn du diese Schokolade kaufen willst. Alter, Mann, schreib doch einmal Jokolade hin und dann schreib den Geschmack ganz groß. Bruder, seid doch mal ehrlich, Bruder. Ja. Hanne, ich kaufe einfach eine Waschmaschine, wenn ich eine Schokolade kaufe. Bruder, aber der hört sich heftig an, aber Bruder. Jokolade ist schon ein geiler Name. Vollmilch, ja, der Name ist cool, Jungs, aber ich muss so machen, um zu sehen, was für Geschmack das ist. Ja, okay. Habt ihr mich Bruder? Ja, ich weiß nicht, was du meinst. Faire Schlumpfe? Schlumpfe-Version? Mit was für einem Geschmack? Hat jemand eine Brille? Hast du ein Teleskop dabei? Mach mal, ich mach die Cola von nicht hier. Ich brauche Body. Nee, ich brauche ein Teleskop. Ich brauche ein Teleskop, Digga. Hast du Fernglas? Nein, hab ich nicht. Gegen illegale Kinderarbeit. Ja, Tamam, Bruder, aber bitte. Vollmilchschokolade, Butterkeks, Karamell und Zimt. Boah, das hört sich vielversprechend an. Gegen illegale Kinderarbeit. Steht das da drauf? Ja. Niemals. Oder? Ich hab's ja so gesagt. Nein, das steht hier. Junge, was ist das denn? So, mit karamellisierten Haselnüssen, Coffee, Biscuits und Beiser. Was ist Beiser, Bruder? Bader? Nein, nein, nein. Okay. Bader. Okay, also Zartbitter kann sich f***en, Bruder. Mit Zartbitter habe ich nichts zu tun. Ja, dafür habe ich 3 Euro ausgegeben. Hast du Pech gehabt? Pech gehabt. Kann einer mal 3 Euro spenden? So, will ich mal anfangen? Als Zartbitter habe ich keinen Bock drauf. Ich hasse Zartbitter. Ja, Mann, ich will auch den hier. Okay, los. Das ist dann... Mit Brezeln. Boah, krass, Digga. Was für Brezeln? Achso. Vollmilchschokolade mit Brezelstücken, Karamell und Meersalz. Oh mein Gott. Haben die heute alle mit dir? Meersalz, Bruder? Oder Brezel. Oder Brezel und Karamell und Schmerz. Oder weißt du, wie krank das wird? Aber Entschuldigung, dass ich atme und lebe. Salted Karamell aus Amerika. Kennst du das? Okay. Ja. Boah, stark. Das sieht schon cool aus, Bruder. Also die Packung ist cool. Das Kleingedruckte vergessen wir einfach mal. Wir machen jetzt ein Stück für uns alle hier. Damit jeder weiß, keine Kinderarbeit. Das sieht doch geil aus. Ich dachte, das sind so... Oha, Bruder. Die haben Restman auf die Schokolade getrendmarktet, ne? Das ist schon stark. Das ist schon cool, aber das ist zu viel. Ja, finde ich auch. Bitteschön. Schön, Bruder. Irgendst du dich, dass ich so gemacht habe? Nein, nein, Bruder. Okay. Okay, dann rein mal. Rein da. Ist gut. Wow. Ist gut. Ist sehr gut sogar. Ist sehr gut sogar. Wow. Guck mal, das Geile jetzt bei denen ist, da steckt eine riesen maschinelle Produktion wahrscheinlich hinter. Mhm. Joko und Klaas, liebe Grüße, falls ihr es hier sehen solltet. Packung super. Ich hätte den Geschmack ein bisschen größer geschrieben, aber wer bin ich schon? Schokolade super. Lohnt sich die 3 Euro. Wenn das Geld wirklich so gemacht wird, wie es hier steht, nicht mit Kinderarbeit aus irgendwelchen Drittländern, wo halt Kinder und sowas machen, würde ich mit Herz und Seele kaufen. Also da würde ich, wenn ich wirklich darauf Wert lege, ne, und sowas sollte eigentlich jeder Mensch, aber der Mensch ist halt ein Tier, in meinen Augen gierig. Sehr lecker. Sehr lecker. Schokolade ist so dick, Bruder. Ja, sehr lecker. Also wirklich, Bruder, gegen
wieder Schokolade. Ich kann nicht haten, nichts. Nee. Marke cool, Packung cool, das Branding ist cool. Wird wahrscheinlich wo auch immer produziert. 10 von 10. 10 von 10, wirklich. Die Geist. 10 von 10. Das Geile ist, ihr habt so mehrere Dinger, mehrere Geschmäcker. Am Anfang das, dann das, dann das. Krank. Ist Fairtrade-Siegel auch drauf? Ich glaube schon, ja. Ja, Fairtrade-Siegel ist drauf. Krank, Alter, ja. Geil, war sehr lecker. Hab ich schon gesagt. Sehr lecker, Bruder. Props. Jetzt machen wir mit den Schlümpfen weiter. Hier. Mit illegalen Kinderarbeitgeschmack. Vollmilchschokolade mit Butterkeks und Karamell und Zimt. Oh. Das sieht auch, das hört sich auch wie Versprechen an. Butterkeks, Alter, kennst du, boah, dieser Ritterschmuck. Ja, ja, klar. Na, ich bin fett, ich kenn alles. Ja, da wollen wir mal. Mit Foliengeschmack. Da mal rein damit. Boah. Egal, der schmeckt aber auch gut. Der ist auch gut, aber nicht so meins. Oh, der Nachgeschmack. Oh, der Zimt kickt am Ende. Ja, nicht schlecht. Der ist mächtig, Alter. Der ist auch geil. Der ist mächtig. Der andere kriegt von mir eine 10 von 10. Der kriegt von mir eine. Bei mir gibt es eine 8. 8. Ja, ich sag auch 8. Auch 8? Also, okay, cool. Ich finde sowieso, wenn die Schokolade ein bisschen weicher ist. Ja. Lest mal den Geschmack vor. Ach, sorry. Weiße Schokolade. Mag ich. Bist du so der Weiße? Weiße Schokolade lieben wir. Chat, weiß oder dunkle Schokolade? Ich bin gespannt. Einmal eine Umfrage machen, Mods. Weiß oder schwarz? Ich bin so der... Kein oder bist du schwarz? Voll nicht, Digga. Da ist noch irgendwas drin, Bruder. Das sieht geil aus, aber... Du hast nur weiße Schokolade gegessen. Gemüse? Noch mehr andere Sachen drin. Ist da Gemüse drin? Das sind so Erdbeeren oder sowas. Bitteschön. Ist das so Joghurette-mäßig? Bitteschön. Dankeschön, Bruder. Bitteschön. Dankeschön. So, rein damit. Wollen wir? Ja. Boah, das ist echt was. Nüsse? Alter. Lecker. Boah. Ist gut, aber es gibt geilere weiße Schokoladen. Ja. Deswegen würde ich hier 7 sagen. Es sind alle geil. Die sind alle gut, aber man muss ja ehrlich bewerten. Oder der hört sich auch interessant an. Haben wir noch eins? Birne. Zart, bitte, nee, kann sich. Komm, lass mal probieren. Okay, dann komm. Da ist Birne drin, Bruder. Was hat eine Birne in der Schokolade zu suchen, oder? Keine Ahnung, vielleicht hast du eine neue Geheimwaffe. Weiß ich nicht. Vielleicht kommt eine Überraschung. Eine neue Entdeckung. Tschüss, Bruder. Der sieht sehr traurig aus, auf jeden Fall. Der sieht nicht so, Abi, Wallah, hilf mir mal, ich brauch 5 Euro. Hast du meinen Euro? Hat jemand Zement bestellt? Digga, du, ne? Das sieht so hygienisch aus, ne? Aus meinen Fingern so zu essen. Ich wollte schon immer auf Stammfinger essen. Boah, riech mal, Alter. Ich hasse Zartbitter. Ehrlich? Los. Boah. Ja. Nee. Man. Ich hasse Zartbitter. Echt hart. Zartbitter ist immer hart. Ich verstehe das nicht. Warum? Ich hasse Zartbitter. Zartbitter ist immer hart. Warum? Boah. Oh, ne. Oh, und dann dein Nachgeschmack, Bruder. Ich war die Cola von Pedro, ich muss runterstucken. Bruder, wir haben hier alles stehen. Er kommt mit Cola. Ich brauchte Wasser, Digga. Das ist nur ein Spaß, Pedro. Ich hoffe, also du nimmst Pedro, das. Bruder. Das ist nur ein Spaß, wenn du das siehst, nur Spaß. Pedro, chill, du hast mehrere Millionen auf Karte. Ich schwöre, Digga. Lass doch auch jetzt keinen Streit machen oder so. Ich küsse deine Augen. Also, Zartbitter kann sich... Bruder, ich bin halt kein Fan davon, gibt's von mir nur 0. Ich hab's gesagt, ne, 0 kann man nicht geben. Fair Trade, das, Markus cool, sagen wir 3. Insgesamt? Ja. Sind wir auch überdurchschnittlich bei einer, bei einer 8 dabei. Ja. 100%, war sehr lecker. War gut. Ja. Auch weg damit, auf dem Boden. Ich hab ein Kilo zugenommen, durch das Gespräch. Alter, Digga, nein. Nein, okay. Du musst doch Diät machen. Ja, stimmt. Machen wir weiter? Ja, natürlich. Ich verbiete dir was zu essen. Ja, machen wir weg. Ja, sicher? Aber das schmeckt nicht, Bruder. Ja, aber ich weiß, dass du hast diesen... Bruder, ich kann... Digga, ich bin voll. Shirin David Abler. Ach du Scheiße. Ehrlich? Ach du Scheiße. Also der kam neu raus. Neu? Aber der kam neu raus, aber der ist irgendwie untergegangen. Ich bin euch ganz ehrlich, ich habe bis heute nicht ein Produkt von Shirin probiert. Ich auch nicht. Deswegen, los Shirin, zeig, was du drauf hast. Ist das ein neuer Geschmack? Ja, anscheinend. Mango. Ich und meine Mango. Juicy Mango. Juicy. Okay. Aber mit Alkohol? Ist ohne Alkohol, ne? Nein. Mit Alkohol? Ohne, Bruder. Achso, okay. Das wär's ja jetzt, Alter. Das war der Beweis, dass ich ein Moslem bin. Ich wollte eigentlich noch ein Produkt kaufen, aber ich bin nicht, also es war nicht mehr da, also ist nicht angekommen. Boah, sorry. Ich hab den selber noch nicht probiert. Das ist sehr intensiv, wa? Hat jemand einen Chemiebaukasten bestellt? Achso, ja, das meinst du, ja, okay, das schon. Einen kleinen Schlupf für mich? Ja, für mich auch. Ein großes Schluck für dich. Und die Dose für mich. Jan, ich finde, das schmeckt voll gut. Zeynep sagt, schmeckt gut. Okay, ist dann guck mal. Mineralwasser? Nee, Gosch, Alter. Hatte. Ja, Hatte. Boah, der ist gut. Ja, der ist nicht schlecht. Boah, der ist echt. Also, ich habe echt versucht, auf Krampf zu haten, geht aber nicht. Schmeckt gut. Der war wirklich gut, Bruder. Ja, ist gut, aber ich finde den hier besser. Ja, ich würde auch sagen, ich sag dir ganz ehrlich, Bruder, da muss ich mir ganz schnell das Gute mit dem Besseren abspielen. Ja, besser. Shirin, kommst du zur Podcast-Folge? Boah, wenn ich mit Shirin eine Folge drehen würde, was sie mit mir eh niemals machen würde, dann wird ganz Deutschland wäre sauer auf mich. Soll ich das geben? Das wäre so geil, Alter. Na klar, Moment, lass mich kurz reinbeißen. Ich muss meinen Geschmacks neutralisieren.
Bruder, ich kann nicht mehr, Bruder. Was habt ihr mehr gemacht? Hast du noch was? Ja. Ehrlich jetzt? Ich hab noch ein Highlight. Boah, stark. Ganz kurz zu Shirin. Egal, was man von der hält oder was man denkt. Boah, die hat mal da. Die ist ein Motherfucker. Tut mir leid, dass ich sage, Bruder, nee, die ist ein Motherfucker, Digga. So, also. Egal, was man. Die ist ein Motherfucker. Egal, wer was gegen sie sagt. Die scheißt einfach drauf. Die macht Millionen, Alter. Auf dem Weg nach oben macht die Millionen. Also, scheiß mal darauf. Ich wollte ja das Produkt bewerten und nicht sie als Mensch, ne? Ja. Das war gut. Schmeckt gut. Das war wirklich gut. Kann man nicht haten. Ich wollte haten, hat nicht geklappt, Bruder. Bin ich echt zu euch. Ja. Man sollte auch nicht auf. Boah, gib mal noch ein Stück. Komm, können wir weiter, Hudi? Mhm. Dann los. So, meine Damen und Herren, jetzt kommt ein Produkt, wofür ich meine Niere verkauft habe. Deine Niere? Ja. Das war sehr teuer. Gut, alles war teuer, was du gekauft hast, habe ich das Gefühl. Ich schick dir nachher alles auf Paper. Oh, okay. Oh, geil. Mensch, Digga, ich kann nicht mehr trinken, Digga. Prime. Halte Pizza, eins in den Chat, ist geil. Wichtig zu sagen ist, Prime wird aus Kokoswasser gemacht. Also da ist Kokoswasser drin. Echt? Okay. Aus Kokosnuss. Okay. Mit welchem wollt ihr anfangen? Nee, nicht Spoiler. Mit welchem wollen wir anfangen? Sorry. Wir haben hier einmal Ice Pop. Alles gut, wir fangen mit dem Blauen an. Okay, komm. So, Blue Raspberry mit Kokoswasser. Blue ich trinke Raspberry. Zum ersten Raspberry. Ich probiere zum ersten Mal Prime. Ich auch. Also dann mal los. Ja, mach mal rein. So. Das war für dich. Danke. Einen kleinen Schluck. Die Farbe ist aber halt, ne? Ja. Yeah. Das ist auch ein bisschen gesund, habe ich gehört. Weiß ich nicht, ob es gesund ist. Doch, das ist gesund. Ehrlich? Ja, es hat Ration Drink. Dankeschön. Du kennst ja eh schon, das aber... Das riecht aber geil, Bruder. Das riecht schon geil. Ja, es riecht wirklich gut. Das riecht geil. Dann mal rein. Dankeschön. Was ist das denn? Das ist nach dem... Kennt ihr dieses Aspirin? Möchtest du Pizza? Aspirin. Ja, Wallah, Aspirin. Was ist das denn, Bruder? Aspirin-Komplex. Das war ja mies eklig, Bruder. Aspirin. Willst du mich verarschen, Bruder? Aspirin-Komplex. Aspirin-Komplex. Lass doch einfach was trinken, Rap einmal. Lean mit Sprite. Also wenn du das mit das, dann hast du Antibiotika. 10 Euro. 10 Euro eine Flasche, 10 Euro. 10 Euro für dieses Bruder. Sick this. Oh mein Gott. Ich dafür 1 Cent ausgebe, die sollen mir das Schenk verhältnismäßig abnehmen. Ich nehme 40 Euro, ich küsse dein Herz. Schmeckt nach Schammenackim. Wallah, das war mies ekelhaft, Bruder. Einfach Antibiotika mit Lauf. Digga, Wallah. Dann wenn ich zum Arzt und dann gehe ich zum Arzt und lass mir ein Rezept schreiben, weil ich wollte Prime nicht. Boah, das schmeckt echt nach dieses Aspirin. Ehrlich, das ist genau Aspirin, genau das gleiche. Guck mal, dieses Getränk. Geil, Bruder. Guck mal, die Packung ist geil. Ja. Die Influencer und die Investoren, die es bewerten, sind cool. Aber das ist der Beweis, dass man nur wegen Hype, dass das nur wegen Hype gekauft wird von den Jungs. Der schmeckt mir wirklich absolut nicht. Keine Ahnung, wer das trinken kann, auch gleich die. Nee, sag ich nicht. Scheiß drauf. Aber ich weiß, was ich sagen wollte, ne? Scheiß drauf, ja, ich weiß. Ich hab doch Antibiotika schon gemischt. Da war es wirklich, ich muss ehrlich sein. So, Lemon Lime. Boah, ich glaube, das mag ich ja. Lemon liebe ich, Alter. Okay. Kokoswasser, weiß ich nicht, Alter. Was ist Kokoswasser? Ess doch diese Pizza auf, bevor ich durchdrehe, ja? Mach die weg. Schau auf, ess den Teil weg, du. Er tut die vor mir einfach. Das riecht auch geil. Ja, riecht geil, oder? Das riecht auch nicht schlecht. Gorki, danke schön für die Zeit. Boah, Bruder, die riechen ja wirklich nach Aspirin, Digga. Ja, das riecht also. Ja, sorry. Oh. Das ist kein Problem. Das ist kein Problem. Du hast gerade Pizza zerfetzt. Das Ding ist, die riechen wirklich nach. Ich hab's in meiner Kindheit gehasst, wenn ich Halsschmerzen hatte, dass ich solche Getränke trinken musste. Ich hab doch letztens bei Celtics Video gesagt, das schmeckt wie Dings da. Vitamin Dings da, wie heißt das? Fiebersaft. Und du hast mich ausgelacht. Digga! Und jetzt weißt du, was ich meine. Was ist das für ein Scheiß, Bruder? Was ist da? Wollt ihr mich f***en, Bruder? Also, was ist das denn? Ich schwöre, Alter, das ist schon. Das schmeckt echt nach Medizin, Alter, ja. Digga! Bruder, Alter. Bruder! Ich kotz gleich, Walla! Digga, das ist mies eklig! Ich hab's gesagt, aber du hast Walla, nicht hast du gesagt, das schmeckt gut? Ich hab gesagt, das geht fit. Das schmeckt nach Fieber. Du selbst, was laberst du für ein Scheiß, Bruder? Das schmeckt nach Hund am Anakrim, ja? Das schmeckt nach Fiebersaft und du hast mich ausgelacht. Und weißt du, was ich krass finde? Alle schmecken irgendwie ein bisschen gleich, Bruder. Dieser Geschmack am Anfang, Sie kennen Kokoswasser-Dings, Alter, Digga, ich sag dir genau, was Sache ist. Die haben eine Million investiert, um einfach die Leute zu verarschen. Warte, die denken sich einfach, guck mal, und dann gibt's Leute, die sagen, ah, schmeckt gut. Einfach, die lachen Euro, sich tot. 10 Euro. Die Investoren lachen sich tot. Hast du 40 Euro ausgegeben? 10 Euro, ja, 40er. Digga, ist das eh. Das ist das erste Mal, ich kann es nicht auftrinken. Ja, schmeckt richtig nach Chemie. Trink mal bitte aus, bitte. Das schmeckt richtig nach Chemie, Alter. Ja, Alter, nein. An alle Kinder da draußen, die diesen Scheiß kaufen, ne? Unglaublich, Alter. Was schmeckt der dir? Chill, Digga. Bruder, ist die Wahrheit, das schmeckt nicht. Aber okay, das ist schon dreist für den Preis, ne? Das Bruder, scheiße. Digga, die sollen mir das schenken, ich trink's nicht. Walla. Walla, spiel mit dem Schmeck besser. Ice Pop. Der riecht gut. Der schmeckt auch wie Fiebersaft. Bereit? Hast du getrunken? Echt? Komm, ein bisschen näher, mal sehen. Alle schmecken gleich, Bruder. Alle schmecken gleich? Alle schmecken gleich, probier mal jetzt. Der erste Geschmack, Bruder, ist sofort, das ist... Er schmeckt alle gleich für mich jetzt, Bruder. Damit. Probier mal, den, sofort, wenn du den im Mund hast, im Galgen. Sofort den gleichen. Boah, Bruder, was ist das, Bruder? Wallah, ich hab einen Krampf bekommen hier im Hals. Ey, Digga, das ist... Boah, das ist... Wollt ihr mich verarschen, Bruder? Wie können die Leute denken... Bruder, wie können Leute das gut reden, ja? 10 Euro. Tut mir leid, aber heute ist echt... Also...
Kann ich nicht mehr trinken, Bruder. Ich krieg echt Bauchschmerzen. Wallah, ich hab meine Mutter. Jan geht's nicht gut, also deswegen hab ich auch zum Schluss aufgehoben. Ekelhaft, Bruder. Ja, das ist schon. Du musst ausspucken, ne? Boah, ey, Bruder, ich kann. Boah, ich hab. Digga, die Tage. Monte Celtics und so saß und so. Boah, das ist eigentlich ganz gut. Nee. Digga, die verarschen einfach die ganze Welt. Aber kann sein, dass wir vielleicht irgendwas an Nachgeschmack haben? Nein, Mann, das schmeckt boah, einfach nicht. Alle schmecken gleich. Hier, jetzt der boah, letzte. Flash kann er überzeugen. Tropical Punch. Boah, ich kann nicht mehr, Bruder. Ich hab einfach dreimal Hustensaft getrunken, ja. Digga, auch der Geruch, Bruder, bitte riech mal, ja. Alles gleich. Boah, der riecht widerwärtig, Bruder. Wieder, riech mal. Wie konntest du das trinken? Du meinst auch, oh, das ist gut, du Lügner. Ja, Bruder, das war. Ja, das ist ja Geschmackssache. Ja, ist halt Geschmackssache, Bruder. Ja, aber Bruder, ich kann das nicht trinken, Digga. Du Scheiße. Der riecht boah, widerwärtig, Bruder. 40 Euro benutzt du uns. Widerwärtig. Ey, Walla, mir ist echt schlecht geworden. Bruder, ohne Spaß, sind die abgelaufen? Guck mal, gerade einer im Chat geschrieben. Sieht man irgendwo das Datum? Weil man sieht einfach das Datum nicht, ne? Die sind safe abgelaufen, Bruder. Die sind nicht abgelaufen. Okay. Doch, hier, guck. Ja, von wann bis wann? Bis 2024. Ja, okay. Boah, Bruder, mir ist so schlecht, Digga. Ich extrem toll. Ach, schon gut. Ja. Da, boah, Bruder. Nee, Bruder, das kannst du nicht. Das ist schon krass, Bruder. Bruder, beim besten Willen. Boah, Wallah, so beim besten Willen. Beim besten boah, Willen. Die verarschen euch einfach. Ich hätte nicht gedacht, dass es so... Glaub mir, die haben da einfach reingewickelt, Bruder. Die haben da einfach reingewickelt. Ja, ich hab noch ein Produkt, vielleicht kann das ja, euch überzeugen. Oder die haben Bayern, die haben Arsenal, die haben Lehmann, die haben... Bruder, bitte. 40 Euro, bitte, die haben... Denn. Was haben die für Sponsoren, Bruder, ja? Bruder. UFC, Bruder. Bayern. Sind die? Bayern, Arsenal. Jungs, Wallah, jeder, der jetzt kommentiert, Jan hat keine Ahnung, dies, das. Es ist Geschmackssache und ich finde es widerwärtig. Das ist der Beweis, dass Kinder verarscht werden. Es schmeckt ekelhaft. Weg damit vom Tisch. Weg damit, Bruder. Gibt's? Guck mal, jetzt ehrlich sein. Fair bleiben. Ne? Ich sag, ist scheiße, aber sagt mal ihr die Wahrheit. Ist es für euch gut? Nein, weil das schmeckt eklig, egal wer trinkt. Sagt mal ehrlich, Bruder. Also jetzt nur, ihr müsst nicht mir was beweisen. Wenn ihr sagt, ist gut, ist gut. Kann ja auch sein, dass jemand sagt, ja, der Blau ist geil. Nicht probiert. Bruder, also, ich will nicht mal mit dem Preis reden. Nicht mal für 5 Cent würde ich das Ding kaufen. Ich finde, es schmeckt nach Glasreiniger. Der Preis viel zu teuer. Ich habe Eispop gefeiert. Nein, voll künstlich, gar nicht meins. Kein Geld für sowas. Schockkette, Bruder. Da trinke ich lieber literweise. Cola von Peter Lombardi, Alter. Ich hab noch ein Produkt. Vielleicht sorry, also Prime schmeckt nach Hund. Wieder trinken? Ja, oh, Bruder, ein Bruder. Produkt. Vielleicht überzeugt euch das. Warte, los. Das ist das letzte Produkt, dann habe ich euch, okay. Dann seid ihr fertig. Wenn wir fertig dann? Ja. Super. Schmerzen, ne, von Wallah. Alle vier das waren gleich. Alles war, alle war gleich. Davor war alles gut, aber das hat mein Magen gefickt. Einfach Schokolade. Augen zumachen. Alle vier. Ja, sind zu. Hatte komm. Augen zu. Tada. Was ist das? Ja, Bruder, wir haben schon Spongebob getrunken, das Bruder. Ist aber Ananas. Nee, Bruder, lass mal, ja. Spongebob Ananas. Nein, es hat sich ausgespongebob, ja. Bruder. Meine Damen und Herren, wir beenden hier an der Stelle das Video. Wenn ihr wollt, dass wir weitere Influencer-Produkte testen wollen, dann gebt diesem Video einen Daumen hoch. Am Ende kann ich mich sehr, sehr freuen. Spongebob kann sich f***en, Bruder. Seinen Cola und seinen Ananas. Sag ich euch, wie es ist. Prime war der größte Schmutz, was ich mag. Ich bin 26 Jahre alt, ich habe in meinem Leben noch nie sowas Schlechtes getrunken wie Prime. Und jeder, der sich davon verarschen lässt, Bruder, guten Morgen Deutschland. Mehr sage ich dazu nicht. Schockkette. Kauft Eistee und dann würde ich sagen, das war's mit dem Video. Tschüssi!